So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Banjo-Tooie. So, wir sind wieder in Mayaios Tempel. Wir haben dank der Bohrtechnik ein neues Puzzle geholt. Und ich habe jetzt da hinten noch eine Cheetah-Seite gesehen. Und die will ich jetzt noch holen. Ich glaube, die holen wir uns, wenn wir da hinübergehen. Aber ich dachte eigentlich, das hätte ich schon geholt. Aber anscheinend nicht. Nun gut. Dann werden wir wieder mal mit Mayaios Tempel fertig. Fehlt uns nur noch ein Puzzleteil hier. Und das können wir noch nicht holen. So, dann Ein- und Ausgang der Welt. Ich würde aber mal sagen, wir gehen zurück zu Cheeto. Denn wir haben ja schon einige seiner Seiten. Ah, fast. Und wir können endlich den Felsen da hinten zerstören. Mal schauen, ob uns das was bringt. So, Cheeto. Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Höchste Zeit, los raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Zutiefst verpflichtet. Der erste Cheat lautet Feathers. Verstanden? Hier ist ein kleiner Hinweis, wie man den Cheat aktiviert. Mayaios Tempel. Coderaum. Buchstaben. Verstanden? Nein, nicht ganz. Aber ich. Los, probieren wir den Cheat gleich aus. In diesem Menü siehst du die Cheats, die ich euch gegeben habe. Okay. Eigentlich sind es keine Cheats in dem Sinne. Weil, wir haben durch die Seiten, die wir gesammelt haben, praktisch die Erlaubnis bekommen, mehr Federn zu tragen. Cheat wäre für mich, keine Ahnung, wenn ich halt wirklich durch Kombinationseingabe unendlich Federn hätte oder so. Ah, das ist um einiges besser. Solltest du nicht im Wasser sein, dort ist es sicherer. Du hast recht, wenn ich nicht bald in den Wassergraben am Spiral Mountain zurückkomme, muss ich vertrocknen. Dann sollen wir dich jetzt wohl mitnehmen? Naja, ich würde ja selber hingehen, aber wir Goldfische sind in Bezug auf Beine etwas minder bemittelt. Danke, Leute. Vielleicht sind euch diese extra Luftblasen von Nutzen. Luftblasen? Wir wollen wenigstens ein Puzzle dafür. Sorry, ich habe keine mehr, aber ich zeige euch noch, wie man schneller schwimmt. Haltet einfach A und X gleichzeitig gedrückt. Tschüss. Okay, haben wir eine neue Schwimmtechnik bekommen. Jetzt können wir mit Banjo und Kazooie gleichzeitig schwimmen. Ist schon was Feines. So. Und mehr Luftblasen haben wir natürlich bekommen. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Beziehungsweise ich werde wieder in Mayaios Tempel gehen und den Cheat mal eingeben. Ah, und diese Noten. Die habe ich das letzte Mal schon gesehen.
Sehr schön, komme ich hinauf. Sind sonst noch wo Noten? So wie es aussieht, nicht. Okay. Mystische Mulde. Da ist Meyers Tempel. Moment, wir können ja gar nicht. Oder? Das ist nahe Wumbas Fickbam. Nein, wie ich mir dachte, wir können danach noch gar nicht rein. Wenn es dann irgendeine Technik fehlt, mit denen wir hier durchkommen. Oder. Moment. Ey, ich will doch... Pass auf, pass auf. So, jetzt aber. So, und jetzt will ich mal versuchen... Tatsache! Hier aktivierst du meine Cheats, wenn du wissen willst, wie dann stellst du dich auf das Protest. Du musst den Cheatcode buchstabieren, den ich dir gegeben habe. Mit dem linken Stick kannst du zielen, drücke dann... Ja, wir wissen ja, wie man feuert. Triffst einen falschen Buchstaben, musst du von vorne anfangen. Ja. Okay, Feathers. Boah. Zielführung ist echt nicht leicht, weil es so extrem sensibel reagiert. Ich drück nur 1 Millimeter nach rechts. Und dann geht es schon so weit nach rechts. Fett. Was noch ein E? Okay, vielleicht muss ich einfach nur doppelt. Ja. Fett. Was ist das R? Bin ich jetzt blöd? Bin ich blöd? Wo ist das R? Ah, da oben. Der Feathers Cheat verdoppelt das Maximum an roten und gelben Federn, die ihr tragen könnt. Rein logischerweise würde man jetzt mit einem Cheat, den wir schon kennen, nichts bewegen. Also logischerweise kennen wir ja dann die nächsten Cheats, zum Beispiel Blue Eggs oder Gold Feathers. Aber wenn wir das eingeben, wird nichts passieren, passt auf. So wird keiner meiner Cheats buchstabiert. Ich fürchte, du musst wieder von vorne beginnen. Ja, also, die Cheats müssen wir erst holen. Selbst wenn wir es wüssten. So, dann gehen wir mal wieder raus. So, Ein- und Ausgang. So, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Also in das nächste Level. Pinienlichtung. Und zwar ins Hexoland. Also Hexoland sind wir also in die Witchy World. Ich glaube, das war so früher meine Lieblingswelt, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch sein, dass es meine Hasswelt war und dass ich jetzt mich nicht mehr daran erinnere. Auf jeden Fall, ich habe diese Welt in Erinnerung. Ob jetzt positiv oder negativ, wird sich herausstellen.
besser. Hallo, meine Hübschen. Kennen wir uns, meine Dame? Nicht persönlich, aber ihr habt meinem Mann geholfen, als wir noch auf dem Free CCP gewohnt haben. Ah, dann müssen Sie Frau Boggy sein. Wie geht's dem Großen? Ach, ein bisschen älter, aber ein bisschen dicker. Jetzt fährt er keine Schlittenrennen mehr, sondern sieht den ganzen Tag nur noch fern. So ein fauler Kerl. Naja, ich muss jedenfalls nach Hause. Ich habe mich mit meinen Kindern Groggy, Soggy und Moggy hier verabredet. Du hast nicht zufällig Interesse daran, sie zu suchen und herzubringen? Na gut, dann machen wir das halt. Ah, da oben ist ein Schalter. Ah, und da ist eine Sprungplatte. Ich lege ihn schnell wieder auf den Grill. Die Kunden merken schon nichts. Ups, jemand hat den Schalter gedrückt. Danger! 1000 Gigawatts, also sollten wir dieses Gitter wahrscheinlich nicht berühren. Wow. Kann ich den nicht zerstören? Vielleicht per Fernangriff? Alter! Doch, kann man. Und gibt uns sogar etwas. Du hast eine Karte für Kongas Großzelt. Okay. Das haben wir gerade geöffnet. Oh, okay. Ein Burger gefällig. Big L verkauft die besten Burger im Hexenpark. Bäh. Wie konntest du nur einen Job in Catering bekommen? Tja, ich weiß nicht genau. Ich habe früher Toiletten geputzt. Irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Komm schon, probier doch mal. Ich habe noch ein paar übrig. Willst du? Gib mir einen Hamburger, L. Okay, Kleine, der Burger kommt. Pommes dazu? Oh ja, bitte. Ach, schade. Ich habe nur Hamburger. Geh zum fettigen Joe. Was? Ich habe keine Hamburger mehr. Ich treibe besser noch ein paar auf. Ich glaube, da ist einer genau unter deinem linken Fuß. Wo? Ich sehe keinen. Babam. Moment, wie viel Zeit haben wir denn schon? Ah, sie geht sich noch aus. Okay, da müssen wir wieder mit Mumbo her. Versteckt er auf dem Schild. Auf der Suche nach den Kindern, such im Feuer Furiosium, im Sternkreisel, im Luftschloss oder im Scootersaal. Boah, ich sehe nichts, ne? So. Oh, da ist ein Move. Und da ist ein Kind. Bin ich froh, dass du da bist. Ich hab solchen Hunger. Glaubst du nicht, dass du genug hattest? Niemals. Noch ein Hamburger. Dann suche ich meine Mami. Ja, du hast einen Hamburger. Gib ihn mir. Bitte, bitte, bitte. Hast du was zu futtern für mich? Ja, okay. Solange ich nicht essen muss. Alles in Ordnung, Kleiner. Du siehst abgefüllt aus. Ich hab Bauchweh. Bitte trag mich zu meiner Mami. Mir ist so schlecht. Kein Wunder. Ja, wie soll ich ihn tragen? Bitte trag mich zu Mami, ich kann nicht mehr laufen. Okay. Anscheinend brauche ich da irgendeinen Move wieder.
Eierschießen hält gesund sowohl Vogel wie Bär, doch aus der Luft noch um einiges mehr. Mit Y ist gleich dem Sucher an, nun drück L oder R, so schießt du dann von oben. Was? Das ist dann alles. Weggetreten? Wahrscheinlich kann ich dann jetzt in der Luft schießen, nicht? Okay, schauen wir mal da rein. Ah, okay, hier müssen wir auch mit Mumbo her. Was haben wir hier? Okay. Oh! Ich bin ein Mincho, Erzfeind aller Chinchos. Ja, kann ich da den trotzdem nicht besiegen? Ah, doch. Ja, aber sonst gibt's ja hier nichts. Bräuchte ich Mumbo. Okay, hier kann ich nicht durch. Komme ich nicht hinauf, okay. Tritt ein und lass dir von Madame Grunthe die Zukunft voraussagen. Allerdings sind wir vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ihre Weissagungen nicht unbedingt positiv sein müssen. Okay. Ah, ich dachte, ich komme da durch einen Trick hinauf. Da oben ist eh nichts. Ey. Ah, willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst extra Granateneier. Okay. Diesmal war es aber positiv. Würde ich mal sagen, gehen wir da hinauf, oder? Der Inferno. Drahtseilakt. Okay, so geht's auch, oder? Erstes Puzzle, wie es aussieht. Und dann in dieses Becken springen. Wow, das war knapp. Das war knapp. Fast wäre ich an die Kante gehüpft. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, ein paar Minuten gehen noch. Schauen wir mal da rein. Hey, kannst du nicht lesen, Pelzkopf? Alle Nahrungsmittel müssen innerhalb des Vergnügungsparks konsumiert werden. Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair, aber bitte versuche es nur. Du wirst schon sehen, was passiert. Ey, wir haben ja doch keine Nahrungsmittel. Schau, wie verfrachtet er ist in der Klunkluftmine. Okay. Whatever. Okay, anscheinend können wir das nicht öffnen. Gut. Au, au, au. Hab nicht gewusst, dass auf der oberen Seite auch so ein Idiot ist.
Ah! Ey, jetzt komm schon! So, jetzt. Diese eine Aktion mache ich noch, dann ist der Part für heute zu Ende. Boah, das war knapp. Also, er ist gerade wieder gespawnt. Und... ey, das möchte ich jetzt noch machen. Ey! Wie... extrem scheiße. Ah, jetzt aber. Ich... okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir beenden hier den Part und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Banjo-Tooie. Ciao, ciao.